Mit der Hoffnung, dass wir diesen Part fertig werden mit diesem Feld. Also ihr, ihr seht, wie lange das dauert, wenn man hier rüben ernten möchte auf dem Feld. Können wir noch 2 Sekunden warten, bis er vorne angekommen ist, denn dann können wir mal kurz hier gucken nach Land. Also es gibt hier hinten das große Land, das man noch kaufen kann. Wahrscheinlich kann man dann eben erst dann auf... Warum soll ich das Land hier kaufen? Das kapiere ich nie. Also hier hinten Hafen kann ich nicht kaufen, aber sonst alles Mögliche. Da werden wir wohl hier hinten irgendwann mal den Wald kaufen, beziehungsweise hier ist kein richtiger Wald. Bestimmt auf der USA-Map wieder so einen riesigen Wald geben. Muss man wahrscheinlich... Bäume kann man diesmal nicht selber pflanzen wahrscheinlich. Habe ich jetzt auch nicht gesehen gehabt. Es gibt viele Sachen, die ich jetzt so vermisse in diesem Part. In diesem Dings. Guck mal, jetzt bleiben sie schon wieder stehen. Die KI wird vorberechnet. Das ist genial. Also sonst hat man ja hier mal gehabt. Vorkaufen. Hofgarage. Hofscheune, ne, bevor man hier Hofunterstand, ist auch nicht so wichtig. Silos, die können wir, die Erweiterung können wir bestimmt, ja genau. Nenne ich ein bestehendes Farbensilo. 100.000, also können wir den nochmal erweitern. Was haben wir denn eigentlich jetzt drin, wie viel? Die haben von allen 100.000. Silos im Besitz und extern haben wir noch 400.000. Irgendwie mal irgendwo stehen wahrscheinlich. Halt, halt, ich weiß, was du willst. Nein, 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 Helfer. Vergiss es. Der hat jetzt erkannt, hier ist irgend so eine dämliche Ecke. Hier werde ich mich nicht dran setzen, so ungefähr. Er hat das jetzt als Ende hier genommen. Das heißt, wir müssen jetzt mal schnell hier eingreifen. Damit er ja noch alles richtig macht. Maschine senken. Und B. Ja, ich weiß nicht, wie die Lohnarbeit reserviert ist. So, und jetzt kann ich mich hier weitermachen. Und in der Zeit können wir... Mal gucken, genau, das wird hier unten wird das lang gefordert und dann hierhin und von dem hier dazwischen irgendwie rein und ja, dann gehen wir mal zurück zu dem Fendt hier. Auch ein bisschen bescheuert, wir fahren jetzt eine volle Fahrt mal hoch und eine andere fahren wir, ja, hat einen vollen Tank, ich komme da schon. Ich hoffe, das ist gut eingelenkt. So. Aber schade, dass er nicht gleich weiterfährt. Aber gibt es einen kleinen Trick hier. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam diese Runde hier beenden, um zu wissen, wie das jetzt genau abgerechnet wird. Klar haben wir jetzt schon mal letztes Mal gesehen gehabt, was da abgerechnet wird oder wie es abgerechnet wird. Wo ich abgebrochen habe, aber wie ist denn das jetzt in den Rundschalern und alles? Guck mal, das Ding ist schon wieder leer. Eingelenkt, das ist wahrscheinlich das beste für das Fahrzeug, aber ist mir egal. So. Raben, Raben, Raben. Fleck, das war ein Rabe. So. Haben wir jetzt eigentlich schon neue Missionen? Sehr mies, wenn ich das jetzt abbreche, bei denen nicht. Sinkt um 1000. Das Ding ist teuer.
Ballen pressen. Alter. Feld 3. Schauen wir uns das mal an. Feld 3. Ist hier oben das Feld hier. Da sollen wir... Das ist eine Mission, die dauert lange. Die kann man wahrscheinlich nächstes Mal starten. Aber man muss erstmal alles hochfahren. Man muss das dann sägen, schneiden. Danach mit dem Wender trocknen. Danach pressen. Und dann zu seiner Scheune fahren. Das sind Aufgaben. Hier, der Lüfter sich jetzt erst. Und so vorne sieht man ja nicht schon beim Vier, aber hier auf der Seite. Und der läuft aus. Oh. Wenn wir hier wieder den Helfer ausschalten. Aber das selber der Verkehr berechnet die KI. Das ist richtig genius. Mario was? Ja, anscheinend ja. Oh, legen wir uns mal zurück. Also mein Ziel ist eigentlich als nächstes die Pferde. Dann bin ich mit dem Pferd ein bisschen reite. Dann reitet man mit denen so von Feld zu Feld. Da brauchen wir Hafer. Genau, ich wollte eigentlich gucken, wie toll das Feld hier ist. Jetzt wird er ja nicht weiterfahren. Doch, der fährt weiter. X. 174. Okay, 104, das könnten wir uns leisten. Also nachdem es abgeladen ist, haben wir erstmal Geld verdient von dem Kunden, kaufen uns dann das Feld an und machen dann hier Hafer und bereiten schon mal alles vor. Müssen wir aber nur gleich mal gucken. Ob die Erntemaschine für Hafer ausgelegt ist. Da seht ihr, ich habe die Hälfte stehen lassen. Machen wir hier Helfer rein. Ja genau, P. Garage. Der ist für Hafer zuständig. Oder kann Hafer. Dann würde ich nämlich hier Hafer anpflanzen. 81% Fortschritt. Für mich passt heißen, ist aber fertig. Was, der hat einen vollen Tank, aber ist mir dann aufgefallen. Muss man ein bisschen gucken. Wir werden ja gleich viel übernehmen müssen, weil er hier unten Probleme bekommt. Helfer raus, genau. Dann übernehmen wir das hier unten mal wieder. Also theoretisch werden hier wieder die Pinguine im Wege. Schnell, fahr. So, da hat leider die Aufnahme aus irgendeinem Grund abgebrochen. Ich weiß es nicht wieso.
Und wir werden jetzt gleich nochmal ihre letzten Restel mitnehmen. Jetzt fahre ich gerade wieder selber. Ihr seht, wie es hinterher gelenkt wird. Ich hoffe, die Aufnahme läuft richtig, weil bei mir fehlt unten mein Aufnahmepunkt. Aber es stand da, Aufnahme wird begonnen. Nachdem Rolli zum Zocken reingegangen ist. Gedanken. Ich hoffe, ich kann den Part noch heute irgendwie hochladen. Beziehungsweise ich lasse heute gleich freischalten. Sagen wir es mal so. Denn morgen muss ich... Was mache ich morgen? Also dann werde ich gleich noch ein Bett fertig machen. Bettzeug. Morgen werde ich... Meine Mäuse machen, ja. Meine Mäuse werde ich morgen machen am Mittwoch. Am Donnerstag werde ich, glaube ich, saugen und so wischen. Freitag weiß ich noch nie. Ein bisschen werde ich wieder zocken. Und Samstag war es dann mit meiner Männlichkeit vorbei. So, stopp. Wir nehmen hier alles mit. Hat das Rickmanns auch mitgenommen? Ach, guck mal, hier hat er bloß... Hier müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drüber fahren. Was sind noch die Kartoffeln? Sind noch im Boden? Oh, sag bitte, ich muss noch die Fahrzeuge zurückfahren. Was ist bloß unten, das mit dem Stumpf? Guck mal, da so ein Zeug stand unten auch noch da. Ist jetzt aber die Frage, muss das auch noch abgenommen werden? Mal gucken, da ist nämlich die ganze erste Reihe. Nee. Also wir brauchen nicht auswählen zum zum Überladen, das ist schon mal nett. Das machten die jetzt automatisch. Wir nehmen das mal zur Sicherheit hier mit. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das sein muss. Wir hätten auch das Feld hier zuerst nehmen können. Aber man weiß natürlich nicht, wie teuer die ersten Einkäufe sind. Deswegen war es nämlich doch schon praktisch, das so drüben zu nehmen. Und den Haupthof da drüben zu bauen. So, jetzt fahren wir rüber. Da ist er. Fahren dann noch die Schütte weg. Ich hoffe noch, die Aufnahme läuft, weil sonst bin ich jetzt so dämlich am Quatschen und fühle mich alleine. Oh. Ich muss sowieso mit dem jetzt fahren hier. Mit dem Rübenernter. Lasse ich erstmal die Fahrzeuge hier stehen und hoffe, dass sie abgeholt werden. Das Band läuft trotzdem, okay. Obwohl ich nicht drin sitze. Interessant, okay. Das war im letzten Part und vielleicht haben sie das auch reingebaut. Im letzten Part war es ja nicht so. Oder das Band lief jetzt aus, ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt erstmal noch den restlichen Dreck jetzt hier hoch. Und werden mal gucken, was wir bekommen. Kleine Box. Also anscheinend, vielleicht ist ja auch das Fahrzeug verpackt. Es ist ein Fendt. Ne, John Deere ist noch. Fendt war alt. Aber ich weiß gar nicht, was ist denn das für einer?
sind das für Fans? Die gab es aber im letzten Part aber auch schon dazu. Das wäre die Position 1 hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt wirklich alles noch zurückfahren müssen. Und vor allem, wie viel es am Ende gibt, weil in Wirklichkeit, wir saßen jetzt, glaube ich, hier im Spiel 6 Stunden saßen wir dran. Für mich fast 1 Stunde. Und das hat ein Helfer gemacht. Das heißt, der Helfer hat mich 1000, 2000 gekostet. Und ich will auch noch was dran verdienen. Und die Mietkosten sollen natürlich auch noch bezahlt werden. Das kann natürlich teuer werden. So. Hier, okay. Lohnleistung auf Feld 19 abgeschlossen. Plus 15. Wir kriegen 8000. Nicht Verkauf der Erträge. Wir haben sogar noch 1000 dazu bekommen. Jo, Fahrzeuge werden gleich mitverkauft. Können wir mal kurz gucken, bevor ich den Part beende. Irgendwie will der Part nicht mehr, also mein PC wird voll sein anscheinend. Verkaufte Fahrzeuge. 70.000, nee, ist nicht das, was ich wollte. Einnahmen ernten haben wir schon mal 1500, weil das mehr ist, als wir sollten. 8000 Dienstleistungen, Lohnzahlung 2000. Klar, wir machen heute Minus, aber zieh mir bloß das hier ab. Sind wir eigentlich bei 6000 plus, ungefähr 6-7000 plus. Und das ist für den ersten Tag doch so schlecht. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn ich den Daumen nach unten schreibt, dann kommt aber mehr davon oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.